Noch mehr Knochen? Noch mehr Knochen, noch mehr Knochen. Und die Popolappen können auch weg. Moment. Lagerfeuer. Hochholzschalter haben wir nicht. Gut, dann können wir nämlich die ganzen Äste hier löschen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wofür wir die überhaupt brauchen. Gut. Also, was ist das Inventar ein bisschen voll? Äste für Bogenschützen? Ja, ich bin ja kein Bogenschütze. Stimmt, Pfeile kann man machen. Stimmt. Das ist eine Buch übersehen. Wo macht man das also? Einfach mal draufhauen und dann hast du hier die ganzen Bücher und Knochen. So. Nehme ich. Alles. Auch wenn man dadurch wahrscheinlich ein paar Bücher zerstört, aber was soll's. Wohl, nö, doch nicht. Bücher. Wir haben Bücher. Schrank zu hauen für Holz. Ah, stimmt. Wer sagt denn, dass wir einen Schrank brauchen? Wir zerlegen einfach das Mobiliar. Für später. Ja. Sofern wir treffen. Ups. Ich hoffe, dass die Gastgeber darüber nicht sauer sind. Wenn doch, haben sie Pech gehabt. Au. Ach nee. Gut, zumindest sieht man diesmal, wo man hin muss. Halbwegs. Also Miasma ist ja sowieso mal schon eklig, ne? Aber das ist echt heavy. Meine Güte, wie konnten das so, aber so wuchern und so mutieren? Ist ja. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir nehmen können? Nee. Okay. Auf die Plätze. Ein Drachi! Da fliegt ein Drachi! Hat er uns gesehen? Nee. Glaub nicht. Nun komm schon. Wo ist der Scheiß? Vogel. Ich hol dich vom Himmel. Oder auch nicht. Na gut. Na gut. Stimmt. Ausruhen könnten wir uns auch mal, ne? Einfach mal Wärme, Komfort. Wir haben keinen Komfort. Sitzen ist jetzt hier so, also Komfort. Nee, haben wir gerade nicht. Gut, dann wollen wir mal. Wo muss ich hin? Ach, hier. Gut. Vogel! Drache! Oh nein, ich bin tot. Hams. Schluck. Apropos Schluck, ne? Können wir nochmal stapeln. Und wenn dann irgendwann unser Pilzomelett alle ist, dann machen wir weiter mit den Fruchtschüsseln. Die Nuschen. Der letzte, den wir haben. Und dann benutzen wir noch Kinder. Ja, ich aase jetzt ein klein wenig mit den Tränken rum.
Folge! Hallo. Hallo, mein Grab. Ich habe mich ja schon lange nicht mehr gesehen. So, wo ist der Rest? Oh, sie. Da ist die kreischende Dame. Oh, ja. Nein. Irgendwo da hinten ist jemand. Da ist jemand. Ist noch jemand. Ey. Nix da. Ihr ruft mich Verstärkung, bitte. Danke. Hier haben wir ein Komfortlevel von 4. Warum eigentlich? Hier ist doch gar nichts komfortabel. Oder sind die Särge so bequem? Ich weiß es nicht. Also theoretisch könnte man sich jetzt hier erstmal ein Lagerfeuer hinsetzen, nur um sich auszuruhen. Um einen ausgeruht Buff zu kriegen. Im Miasma. Ich glaube, das war der 4. Wir haben schon längst ausgewertet. Okay, Moment. Löschen. 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 Handwerk. Lagerfeuer. Lagerleuer. Lagerleuer, machen wir mal ganz kurz da. Nee. Ja. Wir holen uns mal ganz kurz einen Ausgeruht-Buff. Nur ganz kurz. Und klein. Wir haben schon längst Punkte vergeben. Du brauchst einen Rip-Counter. Ich glaube, ich hatte mal einen. Aber den hat nie einer benutzt, also habe ich ihn wieder deaktiviert. Ich glaube, ich habe ihn noch. Ich kann ihn gerne wieder einrichten. Na Mensch, komm. Ach, jetzt geht's schneller. Ausrufezeichen Death, glaube ich, war es mal. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Wir können auch Ausrufezeichen RIP machen. Das, wow. Okay, wir sind ausgeruht, wir können gehen. Vielleicht sollte man das aber auch wieder mitnehmen. Kann man das wieder mitnehmen? Oh, wir haben Thea. Na, wie schön. Weil das brauchen wir jetzt natürlich. Teer. Hab ich gerade einen Schrecken gekriegt. Ich hasse diese Viecher. Das ist gemein. Beim Klettern, du willst mich doch veräppeln. Ah. Jede Menge Marmor. Also fürs Marmor lohnt sich schon. Eine Bandage. Die Viecher wollen einen aber auch wirklich tot sehen. Oh Gott, was ein Glück. Moment. Da gibt ein Shoutout. Na, wie lief's bei euch in den Shrouded? Bei euch alles gut soweit? Holy shit. Wie du siehst, wir haben erst einen Zyklopen erwischt.
Ah ja, genau daher. Wir müssen mal eben kurz... Okay, wir haben das Nest zerlegt. Den zweiten Dungeon nochmal gemacht und die letzten Baurezepte gesammelt. Nun ist alles tutti kompletti. Du hast jetzt alle geschafft. Das ist ja cool. By the way, Escape macht keine Pause. Ich weiß. Ich mach das trotzdem aus Gewohnheit. Ich weiß auch nicht, warum. Hab gehört, bei dir war eine Barriere verpackt. Mhm. Danke für die Lösung übrigens. Ne? Ich habe gehört, dass man sich bei dir da erkundigt hat. Du wusstest schon Bescheid. Danke dafür. Wir haben uns durchgegraben. Und sind dann auch weitergekommen. Also von daher alles gut. Irgendwas muss man noch löschen können? Bestimmt. Wir müssen so viel Plunder in unserem Inventar. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So weit, so gut. Die wirkliche Lösung hattest du ja auch nicht. Ich weiß. Tatsächlich, ich hatte ja zwischendurch eine Pause gemacht, ne, und dann sind die Viecher wieder gespawnt. Und ich dachte so von wegen, oh cool, wenn die jetzt gerespawnt sind, ne, dann kriegt man ja trotzdem noch mal 4 Siegel zusätzlich obendrauf. Ja, nee, das hat nicht geholfen. Also wir mussten tatsächlich uns damit durchjagen. Noch mehr Feuerirrlichter. Yes! Ansonsten. Der Chat hat auch mittlerweile aufgehört, gemein zu sein. Also. Jetzt kommen wir auch mal voran. Oh. Oh, okay. Wie, der Chat war gemeint zu dir? Naja, die haben gesagt, ich darf keine Waffen benutzen. Dann hieß es, ich darf nicht springen und durfte ich nichts essen. Ich bin ständig gestorben. Dann hieß es, noch, ich darf gar nichts mehr. Also von wegen... Alter? Nee, hier ist keine Tür. Dann hieß es noch sowas von wegen, ich soll keine Waffen, keine Rüstung, kein gar nichts benutzen. Und wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, da drüben. Warum ist hier der Haken? Ist da unten irgendwas? Ich habe irgendwie den Eindruck, hier ist noch was. Da unten sind Lichter. Oder sind wir von da unten gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Warum ist da der Haken? Als man hier runter will? Hier was? Kann ich nicht, ne? Bin hier wieder umsonst. Hm. Das ist für die, die abstürzen. Ah, okay. Dankeschön, Katja Trobi. Schon 5 Streams-Serie. Wow. Ah. Ja gut, stimmt, das kann sein. Hopste hin, hopste her, hopsen, ja, das fällt uns nicht schwer. Vor allem meine ganzen Buffs sind mittlerweile alle. Da zuerst oder da zuerst? Da zuerst. Da drüben ist das Flämmchen. Ich meine, gut, man könnte auch natürlich zuerst zum Flämmchen gehen und sozusagen Zwischenstopp einlegen. Bevor man dann hier reingeht. Wie oft bist du bisher gestorben? Oft? Wir haben ab dem 6.7. haben wir nicht mehr gezählt. Ah, okay, ich muss irgendwo ein Dings finden. Wir haben ja tatsächlich eine Vorhersage gemacht und mit über 7 Toten. Also wir sind weit über 6 Tode hinaus. Wir zählen seitdem nicht mehr und alle, die gewettet haben, dass ich mehr als 6 Mal sterbe, die haben alle ordentlich Punkte bekommen.
Bierfee. Oh Gott. Ihr kommt genau richtig. Jetzt habe ich Angst. Ist halt auch die Frage, ne? Wie viel Halle kommt jetzt eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Und ich habe Angst. Dieser Ausgeruht-Buff ist ziemlich niedrig schon. Sebi, im Zweifel gibt's VODs und YouTube. Das ist alles höchst ominös hier. Bei mir ist sonst auch, hier ist auch gar nichts mehr, ne? Ja, gut, weiß nicht Bescheid. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Halle das ist. Das war, wo ich letztens reingeradet bin, ne? Ah, nee, warte doch nicht. Warte mal. Moment. Nee, Moment. Wir gehen noch gar nicht. Irgendwo muss es einen Schalter geben. Hinten muss es irgendwo noch einen Schalter geben für die Tür da drüben. Die will ich zuerst. Ich will zuerst die Tür. Ich will erst das Loot dahinter. Wo ist der Schalter? Irgendwo muss es einen Schalter geben. Dafür. Die Frage ist wo? Kommt der Schalter später oder kommt der schon da? Oder komme ich da nicht mehr zurück? Da kannst du lange suchen. Gleiten, welchem Gleiter bist du unterwegs? Ich bin mit dem mittleren unterwegs. Ich habe nicht den besten geholt. Mir hat man auch gesagt, dass der eher hinderlich ist. Also ich habe den außergewöhnlichen noch. Ich hätte gerne einen Tipp für den Knopf, bitte, ja. Kommt der nach der großen Halle da hinten oder nicht? Ich habe irgendwie Angst, hier runterzufallen. Alter, war schon. Dang it, ich muss also den Weg nochmal zurück. Gut, dankeschön. Weit zurück. In dem Durchgang der Etage zuvor. Oder so? Vielleicht ganz gut so, ne? Und immer nach oben schauen, nicht vergessen. Das ist kein Schalter, oder? Jedenfalls sieht es nicht wie einer aus. Nevermind. Danke! Okay, dankeschön. Dankeschön. Okay. Das ging in der Tat sehr schnell. Vielen Dank, der Tipp war super. Okay, dann hangeln wir uns gleich nochmal rüber. Bei Hangeln macht so Spaß, tralala. Ha, 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 ha. Da, da. Okay. Und alle, yep. Und alle, yep. Und da hat's uns doch glatt niedergemäht. Huh. Dankeschön, BFM für den Follow. Viel Spaß bei uns im Zirkel. Wo muss ich nochmal hin? Da. Nicht runtergefallen, ich bin happy. Oh. Man kann auch die Haken umgehen und einfach rüberfliegen. Stimmt, kann man auch. Okay, jetzt können wir da rein. Aber das ist noch ein Gegner, das weiß ich. Den habe ich gesehen. Der kniet da. Glaube ich auch ganz gut noch mal hier reinzukommen und eventuell hier noch ein paar Sachen zu finden. Ach nee.
Das ist sogar kein Gegner. Der Reinigte Verbände, finde ich auch gut. Oh no. Hallo. Wenn Mutter hier wäre. Wenn Mutter hier wäre, würde sie Kronleuchter aufhängen. Kerzen in jede Ecke stellen, die alten Bücher abstauben und mir eine Geschichte vorlesen. Ihre warme, melodische Stimme würde den Raum wie eine Flut von Kerzenlicht erfüllen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören, eingekuschelt in ihre handgewebte, orangefarbene, mit Safran gefärbte Decke. Ich würde einen Schluck von meinem süßen Kamillentee nehmen und getrost in das Reich der Träume gleiten. Aber Mutter ist nicht hier. Die Dunkelheit ist mein neues Zuhause. Du arme Socke. Oh. Weißt du, wir sollen hier Licht machen? Ich hab nur keine Kerzen dabei. Alles? Bin ein wenig enttäuscht. Dafür, dass der Knopf so schlecht und so doll versteckt war. Und dann ist hier nichts. Ist schon ein bisschen frech. Schade. Na gut. Wo ich darauf hänge. Okay, dann widmen wir uns. Was? Widmen wir uns dem nächsten Flug. Geht los. Das heißt noch nicht ganz. Okay. Löschen, löschen, löschen. Brauchen wir die Kohle unbedingt? Ich weiß ja nicht. Wasser brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das können wir auf jeden Fall löschen. Außer Spinnen nichts drin. Ach man. Gut. Ein letztes Mal. Ja. Ausgeruhte sind aktiv. Ist aber auch nichts gemütlich. Kein Komfort. Ich hätte nichts Komfort, ne? Okay. Wo muss man hin? Sieht aus, als ob man dahin könnte. Sieht auch aus, als ob man dahin könnte. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder fliegen, ne? Da durch? Da hinten durch? Müssen wir da durch? Ich glaube, wir müssen da durch, ne? Okay. Hier geht nichts mehr. Auf die Plätze, fertig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wo muss ich hin? Wo muss ich landen? Ich weiß es nicht. Hilfe. Wo bin ich hier? Wo ist das Ende? Heiß. Ja. Und nochmal. Der ist ein langsamer, der Gleiter. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut so. Das da durchzumanövrieren ist gar nicht so leicht. Ich wäre sonst wahrscheinlich noch härter gegen den einen Balken geknallt. Gegen den ich sowieso gerutscht bin. Nutschen. Nutschen. Und rutschen. Oh, warte mal. Und Kinder. Dann holen wir unser Grab nochmal. Der langsam ist perfekt dafür. Ich glaube auch, ja. Und Serbi wollte, dass ich den neuen hole. Den ganz tollen, großen. Na, wie gut, dass ich das nicht gemacht habe, ne? Ich sehe auch so schon kaum, wo ich hinten lang fliege. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Ich brauche ein Ende. Nope. Alter! Alter, alter Blätter! Halt! Okay, wir fliegen weiter. Meine Ausdauer! Meine Ausdauer! Oh Gott!
Tata! Zweiter Versuch! Stress! Oh Gott! Reiß ich. Dankeschön, Dankeschön. Applaus, Applaus. Danke, danke auch an die Hallen, dass jetzt hier keine Gegner sind. Ich hätte sonst jetzt echt gekotzt. Das ist die berühmte Passage, oh Gott. Berühmt, berüchtigt. Würde ich sie eher bezeichnen. Hey, wirklich, mein Herz wummert gerade. Ich hätte dafür gerne ein bisschen mehr als nur ein paar Knochen. Als Dankeschön. Puh. Oh, tief durchatmen, Schwindel. Aber wir haben hier gerade ein Komfortlevel von 5. Ach, wollte schon sagen. So, okay, warte mal, dann wo ist mein Lagerfeuer? Da ist mein Lagerfeuer. Lagerleuer? Nee, das war verkehrt. Lagerleuer. Und dann dachte ich, setzen wir uns hier eben mal eine Runde hin. Und holen uns, was mal denn ausgeruht war. Wo so viele sterben und sterben und sterben und dann fluchende PC aus dem Fenster rausschmeißen wollen. Oh Gott, ey. Das ist sowieso irgendwas, was ich nicht verstehe. Du darfst ja gerne wütend sein, aber warum zerstörst du dein eigenes Hab und Gut, ne? Jetzt ja entspannt, ich hol mal eben den Kaffee. Alles klar. Das war der langsame Gleiter, der hat sehr geholfen. Definitiv. Ich glaube, das war wirklich eine gute Idee. Wer auch immer mir den Tipp vorhin noch gegeben hat, Dankeschön dafür nochmal, ne? Gut, dass wir darauf gehört haben. Ich meine, man kann es ja später nochmal mit dem Schnellen probieren, aber... Nope. Das war ich. Dankeschön, Mr. Corway. Dankeschön. Ne? Ein herzlich großes Dankeschön. Das hat uns auf jeden Fall heute ein bisschen Frust erspart.